Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Golden Sun. Wir sind hier zuletzt in Gabomba stehen geblieben, in seinen beiden Augen, beziehungsweise hier sehen wir die beiden Augen von ihm. Und wir müssen jetzt irgendwie hinbekommen, diese Wege wieder zu fixen. Und ich würde einfach vorschlagen... Moment mal. Wie drehen wir denn einzelne Platten? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Wir versuchen mal mit dem Hammer, was passiert. Ah! Okay, die Platte ist schon mal richtig. Das heißt, die können wir schon mal reinschlagen. Hammer und Uno. So. Oh, wow. Nein, die ist nicht richtig. Genau die ist falsch gewesen. Ach, Leute, das war gerade sehr, sehr dumm von mir. Die war schon gedreht. Ja, wir versuchen es nochmal. Es war gerade sehr, sehr dumm von mir. Und wir sollten generell vielleicht auch mal ganz kurz das hier auf den Shortcut legen. Dann geht das alles ein bisschen zügiger. So. Vermeidung lässt nach. Okay. Einmal drehen. Und das hier kann schon mal runtergeschlagen werden. So. Danach haben wir schon mal den ersten Pfad fertig. So, und der nächste Pfad verläuft entweder hier geradeaus. Wir müssen halt gucken, von welcher Seite der Pfad jetzt da reinlaufen soll. Ich weiß ja nicht, ob der beide Pfade laufen soll. Aber blau läuft schon mal rein. Ich weiß halt nicht. Okay. Der hier ist auch schon mal richtig. Dann läuft er hier hoch. Zack. Und muss dann nur noch zur Seite ab, beziehungsweise nach oben abbiegen. Und dann zur Seite. Okay. Easy peasy. So, die restlichen Seiten eigentlich komplett irrelevant. Ich glaube, der hier wird sowieso das Signal einmal stoppen. Drehen wir einmal den hier kurz. Zack. Und den hier können wir gerne nochmal zur Sicherheit drehen. Aber wir haben eigentlich schon alle Pfade wieder hergestellt. So, schauen wir mal, ob es das tut. Einfach warten jetzt. Ich glaube ja. Also. Oh, großer Gabomba. Bitte nimm unsere bescheidene Gabe an. So. Erster und zweiter hat getroffen. Gabomba öffnet die Augen. Schaut ihn an. Seht doch, der große Gabomba reagiert auf unsere Gabe. Und er nimmt sie an. Habt ihr es alle gesehen? Endlich, der große Gabomba hat mich akzeptiert. Ich werde auf seinen Ruf antworten. Ich werde in sein Inneres schreiten. Wartet auf mich, mein Volk. Der schwarze Ball, wo ist er? Ich habe gesehen, wie er hier hineingerollt ist. Er kam hier rein und rollte entlang dieser Furche im Boden. Oh oh. Dann ist er in diesem Loch verschwunden. Er scheint sehr tief zu sein. Kannst du ihn sehen? Glaubst du, kannst ihn erreichen? Nein, ich kann ihn nicht mal sehen. Es hat keinen Sinn, ich werde Lemuria nie wiedersehen. Ich bin nun für immer von meiner Heimat getrennt. Warte, warte doch, ich kann ein Licht in dem Loch erkennen. Ein Licht? Auf der anderen Seite dieser Statue muss sich ein Raum befinden. Wer seid ihr? Was macht ihr? Seid ihr Kibombo? Nein. Was habt ihr denn im Inneren des großen Gabomba zu suchen? Wir sind gekommen, um den schwarzen Ball zurückzufordern, den du gestohlen hast. Glaubt ihr wirklich, dass ich euch erlaube, ihn zu nehmen? Hey, passt bloß auf, wären wir nicht gewesen, würdest du immer noch da draußen stehen. Was soll das denn heißen? Warum sollte ich euch glauben? Ich bin Akafube, der erwähnte Medizinmann der Kibombo. Sie zeigt ihm gerade den Weg. Ja, das wissen wir. Wir sahen, wie deine Magie an uns vorbeizog. Siehst du diese Leitung, die über den Boden führt? Hier, sieh doch, sie führt bis hierher. Allerdings war der Kreislauf hier unterbrochen. Wir haben das Problem gelöst, damit deine magische Energie ungehindert fließen konnte. Aber wenn ihr das wirklich getan habt, dann warum? Warum habt ihr mir geholfen? Wir hatten gehofft, dass wir den Ball erhalten würden, wenn deine Zeremonie erfolgreich sein würde. Ah, dann habt ihr also den Ball genommen? Dann verschwindet, ihr habt hier nichts mehr zu suchen. Aber wir haben den Ball nicht. Er ist durch diese Furche gerollt und ist dann in diesem Loch verschwunden. Wir konnten ein Licht dort drin sehen und nehmen an, dass hinter der Wand noch ein Raum sein muss. Er hat eine Idee.
Ich kann euch den Ball vielleicht wieder beschaffen. Glaubt ihr wirklich, dass uns Akafube den Ball zurückgeben wird? Nee, nicht so ganz. Ich glaube, Jennas Skepsis ist nicht ganz unbegründet. Dennoch glaube ich, dass er uns zurückgeben wird, was er von mir gestohlen hat. Ich dachte, Akafubo wäre ein schlechter Mensch, aber vielleicht haben wir ihm Unrecht getan. Das kann man nie wissen, Cosma. Wir haben ohnehin keine andere Wahl. Wir müssen einfach auf seine Ehrlichkeit vertrauen. Lass uns gehen, Felix. Wir sollten Das war mein Vorschlag. Ich würde nämlich selber gerne diesen Raum hier erforschen. Und was es alles auf sich hat. Oh, vielleicht kommen wir jetzt zu dem Djinn. Das wäre optimal. Okay. Das sieht aus wie ein Madra unten. Ich habe Oeas Anweisung befolgt und die letzte Kammer betreten. Er sagte, wenn ich diese Kammer erreiche, würde ich der neue Medizinmann der Kibombo werden. Ja, was muss ich hier tun, um zum Medizinmann zu werden? Ich weiß es nicht. Wir reden mal mit dem... Oh, wow. Oh, junger Medizinmann, du hast all deine Prüfungen bestanden. Du hast diese Kammer gefunden. Wer spricht da? Es klang wie die Statue des großen Gabomba. Das ist lächerlich. Akafubo, deine Magie ist stark geworden. Nun bist du des Titels des Medizinmannes würdig. Ich überreiche dir die Federn und die Robe, die Insignie deiner hohen Würde. Akafubo, von diesem Tage an sollst du der neue Medizinmann der Kibombo sein. Ich hab's geschafft. Endlich habe ich mir den Titel des Medizinmannes verdient. Endlich. Ja. Eines bleibt noch, was ich an dich weitergeben muss. Akafubo, du hastiger Narr, ich muss dir doch noch etwas geben, doch in deinem Übermut bist du nun schon fortgelaufen. Sagt ihr da. Ja, ihr, die so verdutzt in die Runde reinblickt. Ich sollte Akafubo einen Zauber gewähren, einen Zauber, den er schon bald brauchen wird, aber er ist noch nicht bereit für ihn. Daher habe ich beschlossen, dass ich diesen Zauber noch niemandem übergeben werde. Überbringt Akafubo diese Nachricht. Wenn es ihm nach diesem Zauber verlangt, dann muss er ihn sich selbst verdienen. Wenn Akafubo seine magischen Fertigkeiten nicht verfeinert, wird er diese neue Kraft niemals sein eigen nennen können. Diese Kraft wird sich nicht manifestieren, solange er sein Leben nur für sich selbst lebt. Stattdessen sollte er sein Leben in dem Dienst der anderen stellen. Sagt ihm dies. Ich nehme an, dass du nicht vielleicht uns diesen Zauber geben würdest. Was sagst du da? Ich frage nur, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass wir uns diesen Zauber verdienen, bevor es Akafubo gelingt. Diese Kraft darf von jedem beansprucht werden, jedoch nur, wenn es Akafubo an der Entschlossenheit mangelt, um sie für sich selbst zu entlangen. Aha, dann ist es also möglich. Vielleicht nimmt er sein Amt etwas wichtiger, wenn er für diese Kraft in Wettstreit treten muss. Doch bevor dies alles geschehen mag, müsst ihr meine Botschaft Akafubo überbringen. Oh, aber natürlich, wir würden nicht im Traum daran denken, ihn zu hintergehen. Wir werden ihnen alles berichten, was wir von dir gehört haben. Folgt diesem Pfad und ihr gelangt in eine Kaverne. Doch jetzt werde ich schlafen, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem ich einen neuen Medizinmann salben muss. Felix, geh und hol Aarons wertvollen Ball. Wir erhalten den Dunkelkristall. Felix, hast du eine grobe Vorstellung, was diese große Gabomba in Wahrheit ist? Nein. Du weißt auch nicht? Da muss ich mir nicht ganz mehr so unwissend vorkommen. Aber war die Magie dieses Medizinmanns eine Art von Psyenergie nicht unähnlich? Wäre es nicht vom Vorteil, wenn wir uns diese Fähigkeit aneignen könnten? Ja. Oh, es hat dir nicht gerade lange gedauert, dich zu überzeugen, Felix. Ich muss dich sicher nicht daran erinnern, aber wir in jede Form der Psyenergie brauchen, derer wir habhaft werden können, um unsere Suche zu Ende zu bringen. Ob so oder so, Felix ist auf jeden Fall unsere Pflicht, Gabombas Botschaft zu überbringen. Wir müssen unser Versprechen Gabomba gegenüber halten, dann können wir vielleicht später ja zurückkehren, um uns den Zauber zurückzuholen. Felix überbrachte Gabombas Botschaft an Akafubo. Als Felix mit seiner Geschichte ein Ende fand, war der Morgen bereits angebrochen. Gut, nun ich glaube, das war's dann wohl. Ihr seid tugendhafte Leute, dass ihr die Botschaft überbracht habt. Mein Sohn und ich sind euch sehr dankbar. Wofür sollten wir denn dankbar sein? Wenn sie mich aufgehalten hätten, als ich den großen Gabomba verlassen habe, wäre es gar nicht erst so weit gekommen. Was, wenn du mehr Interesse für deine Pflichten aufbringen würdest, wärst du nicht so schnell verschwunden. Aber Vater, diese Leute versuchen die Magie unseres Volks zu stehlen, sie sollte mein sein. Mein, sage ich dir, diese Kraft gehört nur mir. Ich werde die Magie des großen Gabomba bekommen, du wirst schon sehen. Mein Sohn, du musst noch viel lernen, er mag aussehen wie ein Mann, doch verhält er sich wie ein Kind. Seht ihr, wie er sich benimmt, wenn er sich aufregt? Egal, was ich sage, er wird jetzt ohnehin nicht auf mich hören. Ich glaube, für heute hat er genug. Das verstehe ich. Nun, dann sollten wir jetzt wohl besser aufbrechen. Immerhin hat unsere Reise gerade erst begonnen. Wir dürfen nicht länger untätig sein.
Ich glaube, für heute hat er genug. Nachdem er zum Medizinmann wurde, sah Akafubo keinen Grund mehr, sich anzustrengen. Es ist gut, dass er jetzt ein neues Ziel hat. Es wird schwer und hart dafür, arbeiten müssen, die Magie des großen Gabomba zu bekommen. Ich werde die Magie des großen Gabomba bekommen, du wirst schon sehen. Verdammt, warum habe ich den blöden Raum auch so schnell wieder verlassen? Blöder Akafubo. Wir wollen erstmal runter und eigentlich auch direkt zu diesem Raum. Vorher aber laufen wir mal in die Innen ganz kurz rein. Und heilen uns. Direkt im Anschluss sollten wir uns vielleicht nochmal dran machen, bei Gabomba vorbeizuschauen. Also ich hätte sehr, sehr gerne diesen Erdchen. Und vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, auch wirklich direkt zu Gabomba da hochzugehen. Ich weiß es noch nicht. So, ich werde einmal nur schauen, was hier oben gibt. Okay, nur zusätzliche Betten. Apropos. Ja, habe ich mir doch schon fast gedacht. Ich will doch da drauf kommen. Dankeschön. So, dann würde ich vorschlagen, wir gehen nochmal zum großen Gabomba. Ich weiß halt nicht, ob jetzt der Zeitpunkt bereits ist, wo wir uns das alles abholen können. Das wäre halt doof, wenn es nicht so ist. Wir wollen verkaufen und zwar wollen wir einmal Hypnos verkaufen. Ja, was wollen wir noch verkaufen? Wir haben halt so viel Stuff wieder. Cumulus, ja. Ja, gut. Die Schlafbomben vielleicht nicht, aber halt die Rauchbomben, würde ich vorschlagen. So, Mystera Cartas behalten wir noch alles. Hier vorne haben wir diesen Kicherpilz. Was man mit dem anstellen kann, weiß ich auch noch nicht. Und Aaron hält halt jetzt ein paar Items. Aber, wie gesagt, wir wollen sogar Gabomba nochmal rauf. So, wir können sogar direkt in die Zunge rein, wie ihr sehen könnt. So, Gabomba-Statue, einmal den großen langen Weg hier entlang laufen. Und dann schauen wir uns nochmal unten an, sprechen einmal mit Gabomba. Und wir sollten vielleicht nochmal in diese Kaverne, von der er gesprochen hat. Auf der anderen Seite gab es ja nochmal die Möglichkeit, in diese Kaverne da reinzulaufen. Schauen wir mal. Okay, wir können noch nicht erneut mit ihm sprechen anscheinend. Aber wir sind in den Katakomben von Gabomba. Gabomba, sorry. Und hier sieht es auch schon relativ komisch aus. Nur was alles damit auf sich hat, das wissen wir noch nicht. Anscheinend sind wir noch nicht bereit. Wir haben noch keine Fähigkeit erhalten vom großen Gabomba. Ich würde Ihnen aber gerne die Nachricht überbringen, dass wir halt eigentlich den Sohn versucht haben zu überzeugen, aber er ist immer noch eigenständig. Schade, dass wir ihn nicht irgendwie ansprechen können. Vielleicht über Enthüller? Nee. Vielleicht über Geistesleser? Nee, auch nicht. Okay, großer Gabomba, tut mir leid. Dann anscheinend bin ich noch am falschen Platz. Das macht Sinn, dass uns das Spiel auch nicht direkt wieder eben zurückgeführt hat, weil wir wurden ja aus Gabomba rausgetragen. Es wäre komisch, wenn wir direkt nochmal zurücklaufen müssten, nachdem wir rausgetragen wurden. So, was aber nicht komisch ist, ist definitiv hier vorne das mit dem Djinn. Denn irgendwie müssen wir an den Djinn doch rankommen. Och Leute, sagt mir nicht, dass dieses ganze Ding wieder gerickt ist und dass wir wieder alles rückgängig machen müssen. Okay, setzen wir mal den Seiltänzer ein. Und gucken mal, wie wir jetzt da hinkommen. Also irgendein Weg zu diesem Djinn muss es ja geben. Es kann nicht sein, dass das unmöglich ist. So, Gegner scheinen hier immer noch zu sein. Das heißt, der Ort ist noch nicht verlassen von Gegnern. Wir haben aber auch wieder komplette Magie und alles, was ganz schön ist. Das freut mich sogar übel, dass wir so viel Energy wieder haben. Vor allem, jeden hat es getroffen. Das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein, dass wir jedes Mal so viel aufs Maul bekommen. So, ich hoffe nun, es kommt nicht so ein karmesinroter Boss wieder. So, hier können wir nicht drauf. Wir müssen aber irgendwie... Ich hülle mich nochmal kurz in Vermeidung. Nur Safety first. So, wie kommen wir da drauf? Was ist denn die beste Option? So, den hier erstmal nochmal plätten. Die machen halbwegs moderaten Schaden. So, die Entfesselung reicht aus. Okay, wie kommen wir da drauf? Wir müssten hier halt runterhüpfen. Aber das geht halt nicht. Wir bräuchten hier halt das Seil oder auf der anderen Seite. Und, also die beiden also das Zahnrad über mir, das blaue, das bringt definitiv nichts, weil selbst wenn wir drauf können, können wir, also selbst wenn die andere Richtung gehen würde, könnten wir nur
nach oben oder unten. Und da können wir auch so hin. So, auf diesem Zahnrad können wir auch nur zur Seite. Und auf dem Zahnrad können wir eigentlich gar nichts machen. So, das heißt, wir müssten auf das Große hier drauf kommen. Wir fliehen mal. Wir müssten auf das große Ding hier drauf kommen. Und danach runter. Aber es geht halt nicht. Lieber Jin, verrat mir, wie ich dich kriege. Okay, wenn wir aufs große Zahnrad kommen könnten, können wir halt auf das grüne Ding draufspringen. Das bringt mir halt nichts. Das bringt mir rein gar nichts. Ich überlege gerade, Leute, aber irgendwie komme ich nicht zu einem Schluss. Also ich komme nicht zu einer logischen Entscheidung, wie ich hier halt weitermachen soll. Wir können halt praktisch gar nicht an diesen Djinn rankommen. Also so wie ich das gerade sehe. Wir können praktisch nicht an den rankommen mit den Sachen, die gerade aktuell im Raum vorhanden sind. Ich weiß aber nicht, ob sich das ändert oder so. Wir könnten halt versuchen, den irgendwie zu verschieben oder so, aber... Das würde halt nichts bringen. Alle Fähigkeiten hier machen halt keinen Sinn. Wir schieben nur nochmal kurz unsere wunderschöne Enthüllerfähigkeit auf diese Taste. Vermeidung lässt nach. Dann werden wir definitiv nochmal Vermeidung aktivieren. Leute, das ist gar nicht so einfach. Es kann nicht sein, dass dieser Djinn mir auch so viel Zeit, kostet. Aber ich untersuche mal kurz alle Objekte, die man irgendwie in einem Raum nutzen könnte. Hier gibt es auch nichts. Und wir können Seiltänzer auch nicht von hier anwenden. Weil das geht halt nicht. Wir müssen halt das Seil vor uns haben, damit wir Seiltänzer anwenden können. Ach, Mano. Ich hätte eine Idee. Die ist sogar halbwegs vernünftig. Okay, Leute. Ich glaube, das mit den Runterfallen, was ich letztens erwähnt habe, ist gar nicht so blöd. Es müsste irgendwo hier am Rand... Aha. Ja, ich glaube, ich habe verstanden, was die wollen. Aber ich habe echt lang gebraucht, um dahinter zu kommen. Also wirklich lang. So, wir töten ihn ganz kurz. Und zwar, wir können ja auch mit den roten Dingern, die hier gerade sind, auch runterfallen. Es sollte funktionieren. Also rosa Dingern. So. Zuallererst müssen wir hier raufhüpfen und auf die andere Seite. Hallo? Dankeschön. Okay, und jetzt? Ich weiß noch nicht mit welchen. Vielleicht mit dem hier. Passt. Schade. Genau das Falsche ausgewählt. Aber Leute, es klappt. Wir haben einen Weg gefunden, diesen Djinn zu bekommen. Und das macht mich schon übel froh. Also, wenn wir wissen, wie wir den Djinn kriegen können, bin ich erstmal happy. Ich frage mich aber, welche Fähigkeit der einsetzt. Also, cool wäre jetzt irgendeine Fähigkeit, die nochmal wesentlich mehr Damage drückt, als dieser Doppelschlag, den ich habe hier auf ihm. Also, auf Echo. Müssen wir aber gucken. So, zuallererst sollten wir vielleicht erstmal alle heilen. Wir hätten eigentlich auch mit dem großen Heal heilen können, mit dem Heilwasser, weil wir werden gleich sowieso nochmal bei der Inn vorbeischauen, aber es macht nicht mehr viel Unterschied. So. Ich bin aber froh, dass ich es noch jetzt in dieser Folge hier erraten habe, sage ich mal. Weil so wirklich herausgefunden ist das auch nicht. Wir können sogar hier lang. Warum bin ich die ganze Zeit außen lang gelaufen, ich Idiot? So. Dann einmal zur Seite. Ach, komm schon. So, und jetzt das linke Zahnrad. War ein bisschen blöd von mir. Aber jetzt passt alles. So. Hallöchen, mein Kleiner. Och, du bist verärgert. So, das ist nicht schlimm, denn ich bin noch viel verärgerter, dass ich überhaupt so lange gebraucht habe, um dich herauszufinden. Wir erhöhen hier mal den Angriff von allen, machen einen Sturmblitz. Hier können wir sowas wie Brodem machen. Falls es gerade Brodem überhaupt war. Das ist Sturmblitz. Sparen. Echo. Oder Echo. Brodem. Doch, es war Brodem. Ich wollte gerade sagen, wir haben ihn sogar getäuscht. Das ist schön. So, Funke und alles brauchen wir nicht. Wir können aber hier schon gerne die Flammenwand ausrüsten. Sturmblitz und nochmal einen Angriff. So, Stalaktit. Hauptsache, er haut nicht ab, weil abhauen ist halt jedes Mal reulich bei Djinns. Da müssen wir halt nochmal komplett nach oben laufen. Aber
Das sieht gut aus. Perfekt. So, der Venus-Chin-Strahl folgt jetzt. Wem? Ah, doch, Stahl. Entzieht Gegner KP durch einen Kuss. Das ist sehr schön. Wir werden hier nochmal Heilwasser ausrüsten und dann definitiv einmal den Rückzug antreten. Dann geht's jetzt zurück, Leute. Und dann würde ich erstmal vorschlagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und bis demnächst. Ciao.